Was für ein übles Wetter. Jetzt ist wirklich die höchste Zeit, endlich mal unsere ganzen Videos zu nehmen, die wir das ganze Jahr über gemacht haben und was Vernünftiges draus zu machen. Also die ganzen Drohnenclips mal zusammenzuschneiden. Und was braucht man auf jeden Fall dazu? Gute Musik. Und darum geht's heute. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle-Kanal. Hier geht's um Fotografie, Videografie und ganz viel Drohnenzeug. Heute geht's aber mal um das Thema Musik. Und das ist nämlich extrem wichtig. Wer sich nämlich ein bisschen ernsthafter mit dem Thema Videoschnitt beschäftigt, der wird ziemlich schnell merken, dass es gar nicht so einfach ist, gute Musik zu finden, die man dann auch im Internet, wenn man die Sachen veröffentlicht, halt verwenden darf. Und deswegen schauen wir uns heute mal die Plattform Artlist an. Ich habe die letzten Wochen die Plattform mal getestet und will euch heute mal einfach so ein paar Sachen dazu erklären. Natürlich braucht es dazu auch das ganze Disclaimer blabla am Anfang. Ich habe von Artlist nämlich den Zugang zu der Plattform bekommen, aber ansonsten ist keinerlei Bezahlung oder sonst irgendwas im Voraus passiert. Wieso braucht man überhaupt so eine Plattform wie Artlist? Das ist ganz einfach, es ist wie immer im Leben, wenn man was haben will, was qualitativ gut ist, was schnell zu erreichen ist, also was man schnell und einfach bekommt, dann kostet es halt meistens was. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, um kostenlos an Musik ranzukommen, zum Beispiel für YouTube gibt es eben im YouTube Studio kostenlose Musik, für Instagram kann man auch bei Instagram kostenlose Musik bekommen, aber wenn man halt ein Paket für alles will, dann landet man halt schnell bei solchen Plattformen. Und für diejenigen, die jetzt gar keinen Bock haben auf das ganze Blabla und einfach nur die Musik auschecken wollen, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu Artlist, da könnt ihr erstmal kostenlos rumschauen und gucken, ist denn Musik dabei, die euch gefällt. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, so ein Abo abzuschließen, dann bekommt ihr über meinen Link eben noch 2 Monate kostenlos on top zu eurer Mitgliedschaft. Wie gesagt, ich habe die Plattform die letzten Wochen mal ausprobiert. Ich habe schon ein Abonnement bei Epidemic Sound. Ich habe auch die Mitgliedschaft bei Audio und bei YouTube. Diese Musik, die habe ich natürlich auch schon öfter ausprobiert. Und jetzt kommt halt noch Artlist dazu. Das heißt, ich kann das schon ein bisschen einschätzen, wie gut es dann tatsächlich ist und für wen sich das dann tatsächlich eignen könnte. Prinzipiell, um das mal vorab zu sagen, es gefällt mir super gut die Qualität von der Musik und auch das Lizenzmodell. Das ist wirklich sehr gut aus meiner Sicht und für jeden, der wirklich bereit ist, für diesen Komfort was zu bezahlen für Musik, für den ist es auf jeden Fall eine super Option und der sollte sich das mal wirklich genau anschauen. Der wirklich größte Punkt meines Erachtens, der für Artlist spricht, ist einfach das Lizenzmodell. Ich darf hier jeden Song, den ich mir runterlade, quasi überall verwenden und auch auf beliebig vielen Profilen. Und das ist halt wirklich sehr cool. Ich kann die Musik auch für YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, für Podcasts und auch für Werbeprojekte verwenden. Also das ist sehr cool und fast schon einzigartig. Was aber noch der krassere Knaller ist bei dieser Lizenz, wenn ich ein Abonnement habe und mir die Musik runterlade, dann kann ich die später für immer weiterverwenden, selbst wenn ich irgendwann mal das Abo nicht mehr weiterführe. Und das ist halt wirklich krass. Das sind meiner Meinung nach jetzt wirklich die krassesten Sachen für die, die es ganz eilig haben. Und jetzt will ich noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was es denn so bietet und auch wie das so vergleichbar ist mit den anderen Plattformen, die ich bisher so genutzt habe. Jetzt wollen die meisten von euch natürlich erstmal wissen, was kostet das denn überhaupt? Ja, bei vielen Abo-Modellen ist es ja so, dass man unterschiedliche Preise hat und auch hier ist es so, dass man halt unterschiedlich viel mit in das Paket reinnehmen kann. Und im Prinzip kannst du bei Artlist für $16,60 pro Monat starten. Das sind dann so um die 14 Euro nach aktuellem Wechselkurs. Ich höre schon wieder unten aus den Kommentaren schreien, blöde Abo-Modelle. Aber im Prinzip, so ein Abo-Modell ist auch nicht schlecht, weil damit ist halt sichergestellt, dass ich immer die neueste Version bekomme von Software zum Beispiel oder halt hier alle neuen Lieder, die halt im Laufe der Zeit so dazukommen. Der Preis ist auch wirklich ziemlich gut aus meiner Sicht, weil man halt hier wirklich diese Lizenz hat, wo man dann alles damit machen darf. Also wer schon mal sich mit dem Thema beschäftigt hat, was es kostet, Musik zu lizenzieren, wenn man die zum Beispiel für Werbung verwenden will, der weiß, dass 14 Euro im Monat nicht besonders viel sind. Also für die Qualität auf jeden Fall super gut. Dann kommen wir mal direkt zum ersten Vergleich. Der für mich am naheliegendsten Vergleich ist Artlist versus Epidemic Sound. Die benutze ich ja beide mittlerweile. Ich muss sagen, die Qualität der Musik ist sehr ähnlich. Auch die Features, die ich auf der Seite habe, ist auch sehr ähnlich. Aber ein riesiger Unterschied ist dann tatsächlich bei der Lizenz. Bei Epidemic ist es so, ich kann einen YouTube-Kanal angeben, ich kann einen Instagram-Kanal angeben und da darf ich die Musik dann verwenden. Und das kostet, glaube ich, so 13 Euro im Monat.
Ja, bei Artlist muss ich nichts angeben und ich darf es überall verwenden, sogar für Werbung. Das heißt, diesen 1 Euro im Monat, den wäre ich auf jeden Fall bereit zu zahlen für diese sensationelle Lizenz. Also da finde ich, dass Artlist ein bisschen besser abschneidet als Epidemic Sound. Außerdem ist es mir persönlich jetzt einfacher gefallen, schneller gute Musik zu finden als bei Epidemic. Also versteht mich nicht falsch, die Unterschiede sind wirklich gering, aber für mich war es einfach so, dass ich schneller die Musik gefunden habe, die ich wollte. Dann kommen wir jetzt mal zum Vergleich Nummer 2, das wäre Artlist versus Audio. Bei Audio ist es halt so, dass man auch eine Lizenz bekommen kann, die halt dann ein Leben lang gilt. Und das wäre vielleicht ein Vorteil Richtung Audio. Man bekommt da dann auch immer die neuesten Lieder, die halt immer wieder so hochgeladen werden dazu. Wie das Ganze jetzt ist, wie viele Lieder bei Artlist dazukommen, so im Laufe der Zeit, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich das noch nicht lang genug benutze. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, bei Audio ist das Ganze so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also, die haben immer wieder so Zeiten, wo sie dann mehr Musik hochladen und dann kommt irgendwie gefühlt länger nichts. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Plattform noch sehr jung ist. Was mich bei Audio auch so ein bisschen stört, ist das Marketing von denen. Es läuft halt bei denen irgendwie ständig so eine Aktion, wo man halt den Zugang gerade günstiger bekommt, aber wirklich nur genau jetzt und nur noch ein paar Tage und sonst bekommt man das nie wieder günstiger, bis es halt in 2 Wochen wieder genauso günstig ist. Also das ist für mich so ein bisschen komisches Marketing, weil es halt ja einfach die Leute dazu drängt, jetzt schnell das zu kaufen. Das finde ich halt nicht so cool. Audio hat auch sehr gute Musik. Ich finde aber die Musik bei Artlist fast noch ein bisschen besser. Und außerdem habe ich auf der Seite mehr Features. Und im Prinzip funktioniert die Seite auch ein bisschen performanter. Gerade am Anfang, so das erste Halbjahr jetzt in diesem Jahr, da war die Seite von Audio wirklich nicht besonders gut. Es hat ständig überall gehakt und ja, das war keine tolle Erfahrung. Ich glaube, mittlerweile ist es besser, aber ich muss sagen, an der Stelle geht für mich der Punkt ganz klar an Artlist. Der letzte Vergleich wäre jetzt Artlist versus die kostenlosen Alternativen. Ich kann natürlich hier bei YouTube oder bei Facebook oder wo auch immer in diesen sogenannten Studios dann irgendwelche kostenlose Musik bekommen. Es gibt dann auch bestimmte YouTube-Kanäle, die zum Beispiel halt ganz viel kostenlose Musik bündeln. Ich bin da einfach nicht so der Freund davon. Ich habe es halt einfach gerne so, dass ich wirklich das wirklich sehr aufgeräumt und ordentlich habe. Das heißt, wenn ich Musik habe, dann lade ich mir die gerne runter und möchte dann halt auch in irgendeiner Form die Gewissheit, dass die Lizenz dann da ist und dass es für immer passt. Bei solchen Seiten, die das kostenlos zur Verfügung stellen, da weiß man halt nie, wie sich das entwickelt, entscheidet sich der Künstler dann das mal irgendwie doch nicht mehr kostenlos zur Verfügung zu stellen, dann ist es wahrscheinlich im Prinzip auch kein Problem, aber es kann natürlich dann zu irgendwelchen Themen kommen, was jetzt die Automatismen von YouTube oder Instagram angeht. Also das ist mir einfach irgendwie zu kompliziert und das mag ich persönlich halt nicht so. Wer sich aber mit dem Thema auseinandersetzt und halt ja, lieber ein bisschen Aufwand reinsteckt, aber dafür die Musik kostenlos haben will, der kann natürlich auf solche Sachen zurückgreifen. Es ist aber halt deutlich mehr Aufwand, da dann gute Musik zu finden, wo man sich auch wirklich sicher sein kann, dass alles top ist. Okay, das war's für heute. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du noch Fragen hast zu Artlist oder sonst zu Videoschnitt, Drohnen und so weiter, unten in die Kommentare damit. Wie gesagt, schau dir das mal an. Du kannst kostenlos auf der Seite rumsurfen und wenn du dich für das Abo entscheidest, dann würde ich dir empfehlen, geh über meinen Link da rein, weil dann bekommst du halt noch 2 Monate kostenlos on top. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben nicht vergessen und abonniert auch gerne meinen Kanal, um in Zukunft noch mehr zu sehen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus für heute. Ciao.